Die größte Veränderung in meinem Alltag besteht darin, dass alle meine Seminare abgesagt sind. Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig und das ist schon ein krasser Eingriff, dass meine Hauptarbeit im Moment nicht möglich ist. Ich kann zwar Einzelberatung per Telefon und Skype nach wie vor machen, aber meine Seminare fallen aus und das ist sehr schade. Auf der anderen Seite sind jetzt unsere beiden Söhne zu Hause. Und wir haben durch die Krise eine unverhoffte und schöne Familienzeit geschenkt bekommen. Das heißt, wir sind viel im Gespräch, wir spielen miteinander, wir haben eine gute Zeit miteinander. Der Glaube ist für mich die wichtigste Kraftquelle, mit einer Krise wie dieser jetzt zurechtzukommen. Der Glaube und das Vertrauen darauf, dass ich selbst, aber auch alle Menschen, die mir wert und teuer sind, geborgen sind in Gottes Hand. Das heißt nicht, dass uns nichts passieren kann. Das heißt auch nicht, dass Leid an uns vorbeigehen wird. Aber dass wir in jeder Situation, in Krankheit und in Tod, in seiner Hand geborgen sind. Darauf vertraue ich. Das glaube ich und das gibt eine tiefe Ruhe und eine Geborgenheit. Tatsächlich ist für mich Meditation ein sehr guter Weg, um mich mit Gott zu verbinden, um in seine Gegenwart ganz bewusst zu treten. Dafür nehme ich eine kniende Gebetshaltung ein. Zünde eine Kerze an, achte erstmal eine Zeit lang auf meinen Atem, sodass mein Gedankenkarussell zur Ruhe kommt. Und dann sage ich ihm, was mir auf der Seele brennt, meine Befürchtungen, meine Sorgen. Und dann wiederhole ich Jesu Namen beim Ein- und Ausatmen. Und ich merke, dass ich langsam zur Ruhe komme, dass mein Gedankenkarussell zur Ruhe kommt und dass ich von dem Dunklen, von den Sorgen, von den Ängsten immer mehr ins Helle schaue, mich auf ihn ausrichte und dann diese Verbundenheit und dieses Vertrauen wieder neu wächst. Ich glaube, wir alle tendieren dazu, dass wir, wenn wir auf unsere Gedanken mal hören würden, was sich da immer so tut, wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir ganz oft in Negativschleifen laufen. Immer wieder im Gedankenkarussell und gerade in der Phase wie jetzt, was eher negativ ist, was eher angstbesetzt ist, was eher dazu geneigt ist, uns runterzuziehen. Und es ist eine gute Möglichkeit, diesen Negativgedanken einen Satz entgegenzustellen, der uns in eine Haltung bringt, die eher das Vertrauen zum Ausdruck bringt. Sepp hat vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass für ihn der Satz "Mein Gott, meine Zuversicht, auf den ich hoffe" so ein starker Satz ist. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn du dich selber auf den Weg machst und mal schaust, was ist für dich so ein Satz, der dir Kraft gibt, der in dir etwas sehr Positives zum Klingen bringt, der, wenn du die Augen schließt und ihn dir sagst, dir Hoffnung, dir Vertrauen, dir Zuversicht gibt. Und es kann sein, dass das dein Konfirmationsspruch ist, es kann sein, dass es ein Liedvers ist. Und es kann sein, dass es einfach der Name Jesus Christus ist, den du mit deinem Atem verbindest und vor dich in deinem Gedanken oder auch für dich laut sagst. Und du wirst erleben, dass du aus der Angst, aus dem Gedankenkarussell, was wird hier alles, zu einer Zuversicht und zu einer Ruhe kommst. Es wäre eine Chance, das mal auszuprobieren.
Was wir mit dieser Methode merken, ist, dass wir selber ein ganzes Stück weit Kapitän auf unserem Schiff sind und dass wir nicht unseren Gedanken der Furcht ausgeliefert sind, sondern indem ich mich ganz bewusst auf ein Wort ausrichte, was mir Kraft gibt, ja, übernehme ich selber wieder das Ruder und sage, nein, ich richte mich auf Gott und auf Jesus aus und gebe mich nicht meiner ängstlichen Gedanken preis. Ich übernehme selber Verantwortung für das, was in mir passiert, für mein Gedankenkarussell und damit auch für die Gefühle, die sich in mir einstellen. Im Kontakt mit anderen erlebe ich es oft als hilfreich, gerade wenn es Spannungen gibt im Miteinander, dass ich ganz bewusst darauf achte, wie höre ich, was der andere sagt. Wenn mich also eins meiner Kinder oder mein Mann anblubbert, sich ärgerlich über irgendwas äußert, dann merke ich, ich kann entweder so hören, ups, wie geht der mit mir um, der greift mich jetzt an, ich gehe in die Gegenwehr, ich beschimpfe vielleicht selber zurück. Ich habe aber die Wahl, ich kann auch anders hören. Ich kann nämlich hören, was ist denn mit dir jetzt gerade los? Ah, du stehst unter Spannung, du stehst unter Stress, dir geht es gerade nicht so gut. Ich nenne das das Empathieohr. Ich höre nicht, wie gehst du mit mir um, sondern ich höre in erster Linie, was ist mit dir gerade? Und diese Technik, dieses bewusste, ich höre mal anders, als ich es normalerweise vielleicht höre, ich höre aufmerksam, was mit dir ist, kann sehr deeskalierend wirken. Und ich kann mir dann, wenn ich das wahrgenommen habe, ah, der andere steht unter Stress, überlegen, ja, was wäre jetzt eine gute Möglichkeit? Und ich könnte sagen, ich verstehe, dass du gerade unter Stress stehst. Ich verstehe, dass dich das jetzt hier gerade ärgert. Ich gucke auch, dass ich das mir anziehe, was daran anzuziehen ist. Aber bitte sprich nicht in dem Ton mit mir oder das musst du nicht vorwurfsvoll sagen. Also ich kann sehr viel differenzierter reagieren, sehr viel souveräner, als wenn ich mir alles immer zu Herzen nehme und alles persönlich nehme. Und gerade in der Situation, wo wir jetzt doch relativ viel beieinander sind auf engstem Raum, kann das eine gute Strategie sein. Höre, was sagt der andere über sich und nimm nicht alles persönlich und zieh es dir an.